Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, weiter geht's mit unserem Let's Play. Ja. Also in der letzten Folge haben wir ja diesen Bauerside-Mod angeschaut. Ihr seht, hier habe ich auch ein Table hingestellt. Und ich habe schon mal die ganzen Komponenten gecraftet. Die craftet man ja, hier. Also ich habe das mit diesem Wiring gecraftet. Das ist auch nicht schwer, auch noch immer Wiring-Tischen. Das haben wir alles schon gemacht. Helm ist auch nicht schwer, also die Module zu craften ist nicht schwer, also die Rüstung sozusagen. Und ich habe schon Module reingetan, weil ich jetzt schon eine Zeit lang wieder gespielt habe, um alles zu testen und so weiter. Hier oben beim Helm habe ich drin diesen Night Visor. Dafür brauchen wir einen Hologramm-Emitter und ein Controller Circuit. Das ist dafür zuständig, dass man in der Nacht sehen kann. Also wenn es dunkel ist, macht das sozusagen hell. Er macht das auch nur für uns hell, das heißt für die anderen Leute oder für die Monster ist trotzdem dunkel. Dann den Fly Control habe ich drin. Da brauchen wir einen Control Circle. Der ist dafür, dass wir schweben können, sozusagen. Wir können also auf dem Stand schweben. Nicht so Jetpack, dass wir nach oben und wieder nach unten gehen, sondern wir können sozusagen schweben. Kann ich euch da mal zeigen. Das wäre für Formcraft. Da brauche ich aber nicht die Goggle, heißt die oder so irgendwie. Dann habe ich den Solargenerator drin, ein Solarpanel und Control Circuit. Sagt ja eigentlich alles, Solargenerator, der produziert Strom. Hier unten sieht man 2K und in der Nacht 200. Irgendwas, keine Ahnung. So, da habe ich hier eine Batterie drin mit 2 Megajoule. Autofeeder habe ich drin, das ist ganz einfach. Das ist einmal zweimal Servomotor, einmal Control Circle. Damit kann man automatisch. Ja, Essen. Also ich brauche mich nicht mehr darum kümmern, ob ich esse. Ich hatte im Essen im Inventar, das verbrauchte da sozusagen und gibt mir automatisch damit Hungerleiste. Solange bis er das Essen aufgebraucht hat. So, Water, das habe ich noch nicht. Ja, da waren wir jetzt hier, ja genau. Hier haben wir Energieschild. Das ist sozusagen die Rüstung, die wirkliche Rüstung. Die kann man hier auch wieder einstellen. Auf vollem Maximum, wenn man alle voll hat, dann ist es gleich wie die Quantum-Rüstung. So, dann haben wir hier den Brustpanzer. Was macht das? Ein Hologramm? Ne, das brauchen wir nicht. Hier habe ich wieder das Energieschild. Eine Batterie habe ich drin. Hier habe ich drin das Jetpack. Viermal diesen Iron Booster. Habe ich jetzt mal so eingestellt auf 120 Newtonmeter. Circa, das passt mir eigentlich. Dann habe ich diesen Fallschirm drin. Das heißt, zweimal so ein Fallschirm. Damit kann man, wenn man weit runterfliegt, sozusagen einen Fallschirm aufspannen, den man leider aber nicht sieht, aber man landet sanft. Dann gibt es noch den Gleiter, das ist so wie ein Flieger, der gleitet sozusagen nach unten. Finde ich aber nicht so gut. Fallschirm gefällt mir besser. So, da unten habe ich nichts installiert. Dann die Hosen. Da haben wir drinnen den Kinetikgenerator, den haben wir eh zusammen gemacht. Warum ist der jetzt eigentlich wieder hier unten? Aber auf 2 Kilo. Weil wir laufen ja ziemlich viel, ne? Dann haben wir wirklich ein bisschen Energie, so. Und da haben wir ja die Elite-Batterie wieder drin, das passt. Da wieder das Energy-Schild, vollkommen. Dann habe ich hier ein paar Sachen, das sind so Upgrades. Sprint-Assistent, das ist dafür da, dass man schneller laufen kann, da kann man die einstellen, das habe ich glaube eh im letzten Video schon gezeigt, oder? Also hier ist, wie schnell man läuft und hier, da kann man auch das Gehen schneller machen. Ich kann ja mal kurz zeigen, jetzt habe ich das Gehen auf. So, machen wir das Gehen mal ganz runter, dann gehe ich mal. Bin ich ziemlich langsam hier, ne? Dann kann ich das Gehen etwas schneller machen. So. Ihr seht, ich gehe schon etwas schneller, ne? Natürlich dementsprechend das Laufen auch noch schneller nachgehen. Was aber natürlich auch wieder viel Leistung braucht. Macht das circa so. Und das hier oben ist eben fürs Laufen. Da habe ich volle Schnell. Da gibt es hier für Jumpen, also dass man höher springen kann und das Ganze. Für Schwimmen gibt es nochmal. Und das ist auch nicht schlecht. Das können wir uns auch mal installieren. Servomotor. Wenn man das installiert hat, kann man über einen Block hin drüber weggehen. Das heißt, hier würde man einfach so drauf gehen. Also steht hier ein Block. Kann man da einfach theoretisch in den Block reinlaufen und der würde automatisch auf den Block raufhüpfen. Das geht auch nur bei einem Block. Höher geht das nicht. So, dann haben wir das alles ja geklärt. Dann habe ich hier die Hosen, haben wir auch schon geklärt. Die Schuhe, hier wieder das Energiefeld, volle Kanne.
Hier habe ich keine Batterie drin, das sehe ich gerade, brauchen wir auch nicht. Schockabsorber, das ist sozusagen ja weicher Landen, Servomotor und Wolle. Wenn wir hier hochfliegen mit Jetpack und runter, dass wir weich landen und nicht Schaden nehmen an unserer Rüstung bzw. Herzen. Den könnte ich ja eventuell sogar noch ein bisschen größer machen. So. Und Jetboots, weiß ich jetzt selbst noch nicht, was die machen. Boots cannot strong as Jetpack, but. Ja, ist auch, dass ich glaube, dass man weicher landet. Schätze ich mal. Muss ich mal testen. So, dann kommen wir zur Hand. Die ist das beste Tool. Da könnte man jetzt hier eine Plasmakanone rein installieren. Da könnte man sozusagen mit Rechtsklick schießen, also Bälle schießen. Brauchen wir nicht. Damit kann man einfach die Monster besser töten, also ein Schwert sozusagen einbauen. Das habe ich ja schon erwähnt, das geht nur mit Universal Elektriker Bauer. Dann haben wir hier die Schaufel haben wir verbaut. Big Axe haben wir verbaut. Und die Axt haben wir verbaut. Ist ja klar, was das ergibt. Für schneller Holz abbauen, für schneller Blöcke abbauen, für schneller Sand und Erde abbauen. Dann gibt es hier noch so Specials. Zwar einmal Aqua Infinity, das heißt unter Wasser schneller abbauen. Das ist ja gut, wenn unter Wasser ist, kann man schwerer abbauen. Damit erhöht man die Abbaugeschwindigkeit unter Wasser. Hier ist Diamond Drill Upgrade, das heißt einfach, dass man bessere Sachen, also Obsidian und so abbauen kann, was nicht ganz stimmt. Ich konnte es auch ohne den abbauen, habe ich getestet. Aber es geht einfach schneller. Dann kann man hier ein Crafting Table reinmachen, Control Circuit Crafting Table. Dann hat man sozusagen ein Crafting Table im Inventar, in der Hand, das werde ich euch gleich zeigen. Und hier gibt es so ein Blank Drive, auch wieder Iron Trooster und Force Field Emitter. Das ist zum Teleportieren, komme ich auch gleich später dazu, das ist sehr praktisch. Ja, wieder Elite Batterie drin und damit kann man die Farben ändern, dass das zum Beispiel rot ist oder so, das braucht man nicht. So, jetzt kommen wir zur Hand, wenn wir die Hand in die Hand nehmen, da sieht man auf der linken Seite, ober den Balken hier, ein Crafting Table. Wenn man die Hand hier auf die rechte Seite macht, befindet sich der Crafting Table auf der rechten Seite. Also es variiert so. Hand rechts ist da oben der Crafting Table, links. Ich habe das gern links, so. Und wenn man jetzt Shift drückt, also die Bücktaste, kann man mit dem Mausrad drehen und kann man hier zwischen Crafting Table und diesem blauen Punkt wechseln. Indem man Shift drückt und das Mausrad dreht. So, der Crafting Table, ganz einfach, wenn man jetzt Rechtsklick macht, hat man ein Crafting Table. Ein 3x3. Nicht so wie in dem Inventar, da hat man ein 2x2, sondern hier Rechtsklick auf der Hand hat man ein 3x3 Crafting Table. Da spart man sich zum Beispiel den Minimum Stone oder den Pocket Crafting Table oder was auch immer noch immer gibt. Oder wir drücken nochmal Shift, drehen weiter und wir haben hier so eine Kugel. Und die kann man schießen. Und ihr seht schon, das sieht aus wie eine Enderperle. Und was macht eine Enderperle? Die tippt. Also ich schieße hier auf die Wand. Wenn die Kugel ankommt, die fliegt immer gerade, also die geht nicht so wie die Enderperle irgendwann mal nach unten, sondern geht nur gerade. Wenn die mal ankommt, dann wird man hier hinten tippet. Können wir hier mal zeigen. Beispiel, zack, hier hingeschossen. Zack, befinden wir uns mitten in der Mauer. Okay, das war jetzt irgendwie buggy. Und verarsche euch. Gut, jetzt seht ihr, es ist stockdunkel. Und wenn wir K drücken, können wir hier für die einzelnen Sachen, die kann man hier so bewegen, kann man da Keys festlegen, um sie ein- und auszuschalten. Was ist, muss man einfach ein Table nachschauen. Also das ist das Jetpack, schätze ich mal. Das ist Diamond Drill und das Ganze hier. Das ist unter Wasser. Kann man ein- und ausschalten, um Energie zu sparen, beziehungsweise ein- und ausschalten. Wie geht das? Man drückt hier auf New und muss sich eine Taste auf der Tastatur aussuchen. Wenn man zum Beispiel eine nimmt, die es schon gibt, zum Beispiel G, dann schreibt er hier Take, das heißt, die gibt es schon. Da muss man natürlich eine finden, die es noch nicht gibt. So L hier. Dann nimmt man L und verbindet das Jetpack hier und dann kommt hier ein Streif. Das heißt, mit der Taste L kann man das Jetpack ein- und ausschalten. Ich habe zum Beispiel die Nachtsicht auf J. Und das Fly Control auf H. So, es ist dunkel, wir drücken J. Night is on und ich sehe da, es wird hell. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hier sind überhaupt. Sind wir hier gelandet? Ich weiß jetzt nicht, wo wir sind, ehrlich. Da unten, also da geht's runter, okay. Komische Sache, so. Zack, rübergeschossen, landen wir hier. Wie gesagt, es ist ein bisschen blöd.
Und ihr seht, das ist alles so in, ja, Nachtstyle. So, dann können wir eigentlich theoretisch jetzt hier rüberschießen. Dann warten wir ein bisschen und zack, sind wir schon da. Brauchen wir nicht laufen. Gut, dann können wir dort wieder das Nacht ausschalten und hier, da ist es wieder Nacht. Gehen wir schlafen lieber, ist besser. So, dann schauen wir uns nochmal den Fly Control an. Da geht ja fast eine ganze Folge für diesen Mod erklären drauf. Na egal, aber dafür wissen dann die Leute, wie er funktioniert. Hier kommt unser Link. Also wenn wir jetzt fliegen und runter, zack, nehmen wir keinen Schaden, weil wir ja unsere Boots haben. Ja, jetzt ein kurzer Schaden, aber wir leben ja gleich wieder regeneriert. Man kann auch in der Luft, so wie Jetpack immer auf und ab. Und wenn man jetzt mal diesen Fly Control drückt, das ist bei mir, ich glaube, H gewesen. Genau, da steht der schöne Fly Control auf, on. Dann fliegt. Und die Taste loslädt, dann bleibt man noch in der Luft stehen, wie ihr seht. Nachteil ist, man fliegt genau immer dahin, wo man hinschaut. Also schaue ich hier aufs Dach und drücke die Vortaste, fliege ich genau aufs Dach. Nach oben würde ich nach oben fliegen. Oder mit der Leertaste nach oben, mit der Z-Taste nach unten. Das ist halt der einzige Nachteil. Man fliegt ja dahin, wo man hinschaut. Da muss man halt fliegen, also Leertaste und geradeaus gleichzeitig drücken, dann fliegt man genau auf der gleichen Ebene. Seht, jetzt drücke ich Leertaste und geradeaus gleichzeitig, dann fliegt man circa auf derselben Ebene. Drückt man wieder H, um das loszulassen, zack, fliegt man wieder runter. Das war das Fly Control. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Hier Crafting Table ist auch. Wie gesagt, ich habe auch die Axt verbaut, deswegen kann man hier relativ schnell Sachen abbauen. Oder hier die Blöcke sind auch ziemlich schnell abgebaut. Vielleicht nicht so schnell wie mit unseren Effizienz 3, aber für alles in einem, ne? Brauchen wir kein Schwert. Naja, Schwert brauchen wir noch. Kann man aber natürlich auch einbauen. So, jetzt schauen wir mal. So, jetzt ist kurz die Farbe abgestürzt. Also wir haben hier 637 Honig drin, also jede Menge haben wir da schon. Bei Öl schauen wir uns auch gleich mal die ganze Sachlage an. Öl haben wir auch 673, also auch jede Menge. Die produzieren halt so vor sich hin. Und demnächst werden wir hier noch Liquid Loader hinbauen und werden das Öl nach Hause transportieren, beziehungsweise den Honig. Aber nur das, was übrig bleibt. Also die Tanks werden hier immer voll bleiben. Und das Überflüssige, was später mal noch kommt, wenn die voll sind, werden wir nach Hause transportieren mit unserer schönen Lokomotive. Und genau, was noch gut ist, wenn man läuft, läuft man ja ziemlich, ja, langsam, mit Anführungszeichen, ne? Läuft man nach, ziemlich langsam, trotzdem schnell. Aber jetzt gibt es nur einen Trick. Nachdem ich ja hier das Fly-Upgrade drinnen habe, dass ich fliegen kann, also Jetpack, jetzt laufe und einmal fliege, dann fliege ich voll weit. Seht ihr, habt ihr gesehen, wie schnell das geht? Oder hier auch, zack. Wenn ich sozusagen hüpfe, dann hüpfe ich voll schnell. Und dann habe ich hier eine Ender-Chestchen gebaut, die mir automatisch mit der Pleite natürlich immer befüllt wird. Mit Wasserzellen und Charcoal. Und hier habe ich unsere Waycraft-Strecke weitergebaut. Wir hatten ja unseren Bahnhof mal gebaut und den habe ich hier einfach dran geschlossen, erweitert. Wir gehen mal zum Bahnhof, der war ja hier so. Da ist der Bahnhof, den habe ich einfach hier einmal rübergeschickt. Hier rauf, weil wir werden ja hier, haben wir ja gesagt, automatisch die Carpenter befüllen. Dann geht es hier wieder runter. Hier ist er ein bisschen eng, ne? Weg da mit dir. Runter. Hier so vorbei an unserer schönen Glaswand, die wir gebaut haben. Hier an der öffentlichen, ja, Lichtquelle oder was das sein sollte. Hier einmal raus. Einmal hier im Kreis, hier werden dann verschiedene Sachen ab- bzw. aufgeladen und der Zug nimmt sie wieder mit, falls wir drüben was brauchen. Es geht runter. Hier entlang, einmal über unser, ja, Weg hier hin drüber weg. Und wir landen hier wieder unten. Da sind wir früher runtergekommen. Mit der alten Schiene, das habe ich hier weggebaut. Dann geht's ab nach oben. Zu. Na komm. Hier drauf gehen. Der Jetpack ist halt ein bisschen, ja, nicht so, wie ich es haben will, aber egal. Jetzt hier rauf sieht man, der steckt hier. Warum steckt er hier? Der füllt hier auf natürlich wieder schön. Das habe ich mal in Betrieb genommen wieder.
Hier macht er uns immer schön Steel-Ingot. Ihr seht, Charco wird aufgeladen. Mal 64 drin und fährt wieder zurück in unseren Bahnhof. Man hört es ja, hier habe ich einfach die Steuerung wieder aktiviert. Ein bisschen, ja, die anderen Züge deaktiviert, weil wir brauchen ja keinen Zug für den Kerosinzug, Kerosinöl, und den Zug habe ich aktiviert. Hier wird automatisch nochmal beladen. Eben hier mit der Platinanschichtung. Und Eisen wird nur so lange, also Steel Ingot wird nur so lange produziert, solange wir über 2000 Eisen haben. Haben wir weniger als 2000 Eisen, wird kein Steel Ingot mehr produziert. Das können wir nachschauen, bevor wir noch Eisen haben. Wir haben noch 2300. Und wie viel haben wir Steel Ingot? Da haben wir schon 100, also macht schon fleißig seine Arbeit. Jetzt gehen wir hier rauf. Das war jetzt mal alles, was ich bis jetzt gemacht habe, soweit. Ja, hier muss ich aufpassen, weil hier unten geht ja die Zugstrecke entlang. Haben wir hier noch ein paar Blöcke, die wir hier irgendwie verbauen können, so. So. Damit wir hier nicht runterplumpsen. Wir werden uns jetzt mal darum kümmern, dass wir... Pflanzenbälle habe ich schon automatisch craften lassen, das weiß ich, weil ich ja sage, er soll Dirt craften. Das heißt für uns, wir werden uns jetzt mal eine schön langsam einer Biogasanlage widmen, weil hier unten wird ja ziemlich viel Energie verbraucht mittlerweile, wie man sieht. Ja, okay, der ladet gerade. Da habe ich eben einfach so einen Buffer Delay hingemacht, 10 Sekunden. Das heißt, wenn der 10 Sekunden kein Signal hat, wartet noch 10 Sekunden, gibt das Signal, dann hört das auf. Beziehungsweise 10 Sekunden, ja, ist aber auch ein bisschen knapp. Das wollte ich eigentlich höher stellen auf 30. Hat er nicht übernommen. Ich vergessen wahrscheinlich OK drücken, deswegen. So, 30 Sekunden, okay. Jetzt wartet er 30 Sekunden, er muss 30 Sekunden ein Signal bekommen, damit er es durchschaltet. Und dann schaltet er erst durch. Und erst wenn er dann 30 Sekunden wieder kein Signal bekommt, dann schaltet er erst wieder aus. So ist das. Na, jetzt wirst du bald einschalten. 30 Sekunden müssen ja schon ab sein, oder? So, das fragt er über dir ab, ja. So, jetzt hat er eingeschaltet. Passt. Dann funktioniert ein Tier. Will ich dann unsere Biomotoren hinbauen? Die ganze Bioanlage. Ah ja, hier meine schöne Kakaofarm. Das geht jetzt voll ratzfatz mit dem Abbauen, wie ihr seht. Ein Schlag, dann ist das abgebaut. Angepflanzt. Und das lager ich momentan hier in der Kiste. Hier haben wir schon jede Menge. So, auf mit der schönen Tür. Hier müssen wir nochmal erweitern. Wir müssen hier nochmal automatisch Pflanzenbälle craften lassen. Das machen wir, indem wir einfach ein Interface, ich hoffe, wir haben noch so ein ME-Interface, hier haben wir nichts. Mit der Blighter-Chissi können wir nicht zugreifen von hier. Mit dem Remote. Boah, daran, nee, da müssen wir raus. Gehen wir gleich rein da. Dann haben wir es einfacher, so. Dann brauchen wir einfach mal ME, da brauchen wir. Davon machen wir mal zwei Stück. Das wird jetzt nicht gehen, weil er hier jammern wird. Genau, er braucht Prozessoren. Die kriegt er hier. So, Redstone ist ausgegangen, egal. Soll er rummeckern. Ich glaube 16 Stück sollten ja reichen. Links, rechts, Redstone. Oder geben wir noch ein bisschen Redstone? Ja, viel haben wir eh nicht, also. Wird mal Zeit, dass wir jetzt schön langsam bei den Bienen was noch bekommen. Was wir eigentlich eh tun, bekommen wir eh, nur muss man den auch schön durchschleudern, beziehungsweise muss die mal raufholen. So, jetzt hat das gecraftet. ME, hier sind sie, zwei Stück, wir brauchen nur eins einmal. Brauchen ein paar Kabelchen, brauchen da mal 40 Stück. So, dann nehmen wir mal 20. Und davon brauchen wir auch noch ein und wir brauchen hier die Settlinge, die haben wir eh schon. Und wir brauchen, wie heißt denn das jetzt? Na. So. Ist hier aufgehangen oder was? Keine Ahnung.
Egal, machen wir mal so. Wir brauchen das hier. Das haben wir. Mehr brauchen wir vorerst mal nicht. Doch, wir brauchen noch etwas, einen Automatic Crafting Table. Den können wir nicht craften, das heißt, wir müssen ihn hier suchen. Automatic Workbench? Nee. Crafting Table. Also ein Crafting Table und viermal Wunden Zahnrad. Müssen wir ja haben, oder? Genau. Und ein Crafting Table? Haben wir nicht. Okay, dann craften wir uns hier mal einen. Haben wir irgendwo Holz schnell? Nee, haben wir nicht. Dann Wood. 1, 2, 3, 4. So, zack. Das könnten wir auch mal als Rezept speichern, die werden wir sicher öfters brauchen. Dann geht's wieder rüber in unsere schöne Bude. Zack. Wie ihr jetzt seht, das geht ziemlich ratzfatz mit den Hüpfen. So, und jetzt bauen wir hier weiter. Also hier ein Crafting Table hin. Lassen wir hier eins Platz, ne? Dann das Interface. Und hier dann das Kabel von unten nach oben. So, das verstecken wir hier ein bisschen. Ja, so hoch würde ich auch nicht hüpfen. So und so, genau. Dann. Achso, genau, Import und Export Bus habe ich vergessen. Ne, Export Bus brauchen wir nur. Ne, Import, so jetzt haben wir es. Das ist immer so blöd mit den. Ja, Import, Export. Ein Board, zwei Board, drei Board. Import. Machen wir zwei Stück mal. Brauchen eh nur eins, aber dann haben wir schon eins auf Reserve. So, dann hier wieder rein. Du hier rauf. Und du hier unten hin. Und nach oben gedreht mal. So. So, genau. Dann ist das schon versteckt. Hier sagen wir. Nee, bei den unteren hier. So. Da müssen drin sein. Wie sollen wir davon immer lagern haben? 500? Gibt 250? Ja, 500 Stück. Ab 500 Stück ein Redstone-Signal. Bei dir sagen wir hier. Ein Stacklager hier ein. So. Und den sagen wir, er arbeitet nur, wenn er kein Signal hat. Und so. Und jetzt müsste er schon anfangen zu arbeiten. Wenn wir mal unser System nachschauen, müssten wir ja hier schon irgendwo die bekommen, die Biobälle hier. Die Frage ist, wo hier 30? Genau, er arbeitet schon bis zu 500 und dann stoppt er, weil er hier ja sagt, wenn du 500 hast, ein Signal und der hört auf, rauszupumpen. Das haben wir ja schon öfters gemacht. Das ist ja ein schönes System hier. Ganz verknuddelt, kennt sich kein Mensch mehr aus, aber es funktioniert auf alle Fälle. Das ganze System, ja. Hier können wir noch einen Stein reinmachen. So. Mal schön durchgehen, hat meinen Weg. Funktioniert. Jetzt haben wir immer genügend Pflanzenbälle im System. Kann man das jetzt eigentlich hier irgendwo? Ne. Geht das eigentlich mit dem Pulverisierer auch? Was muss der jetzt hier? Ne, das ist ein Power Furnace. Haben wir hier keine Pulverisierer? Doch hier. Ne, der macht das nicht. Der macht keine Erde draus. Dann gehen wir wieder zurück. Oh, schieb mich nicht weg hier, du blöde Tür. Schauen wir mal. Wir haben Pflanzenbälle. 504, dann nehmen wir ein Stack raus. Produziert er gleich nach. Gut, speziell, das wollte ich haben. Haben wir immer Pflanzenbälle für unsere Bioanlage dann später. Der macht hier brav weiter, das passt auch.
hier mal so ein bisschen noch rein, nebenbei. Die Framekörbe werden wir auch abbauen und in den Müll schmeißen, das werden wir umbauen. Da werden wir mal ein System versuchen, so eine Kombination zwischen Frame Query und... Ja, wobei... Wie heißt denn der Miner? Oder wie heißt das? Mining Well. Da gibt es ja mit der Mining Well, da habe ich im Internet gesehen von anderen YouTubern, die das verwenden. Die machen so eine Query mit... Ui. Das war mein Creeper, oder? Der ist aber draufgegangen, hoffentlich. Die was mit Mining Well bauen, das werden wir auch machen, weil das mit der Frame Query, ja, ist etwas langwierig und gefällt mir nicht so ganz. Aber ich habe mit der Frame Query auch noch was vor. Also so ist nicht, dass wir die nicht nützen werden. Das heißt, ich werde sie mal offline abbauen. Müsste jetzt eigentlich hier noch sein. So. Ja, hier ist dunkel. Ja, hier ist im Wasser, das ist auch nicht gut, deswegen, ja, baue ich dann mal offline ab. Und dann werden wir mal schauen, was wir damit machen. Eine Idee habe ich schon und dann sehen wir das. Gut, dann war es das mit der Folge. Wie gesagt, im letzten Video, in der Folge gibt es einen Download. Das Modpack überarbeite ich nochmal. Map Download, Modpack neu runterladen, neu installieren, dann funktioniert auch der Map Download. Wie gesagt, ihr müsst das komplette Modpack neu runterladen, weil neue Mods reinkommen bzw. die Config-Dateien sich ändern. Nur wenn ihr das Modpack neu installiert, Link dazu ist alles in der Videobeschreibung, dann könnt ihr die Map spielen. Viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Also ciao Leute, bis dann.